Kommen in den aufrechten Stand, um abzurollen in die Planke. In der Planke öffnest du den rechten Arm, den linken Arm, gehst mit den Händen zurück zu den Füßen, rollst wieder auf und abwärts in die Planke. Rechts öffnen, links öffnen, Hände wandern zurück zu den Füßen, aufrollen. Noch dreimal. Letztes Mal. Und du bleibst in der Planke. Zieh dein Knie zur Brust. Rechte Seite, linke Seite im Wechsel. Okay. Doppeltes Tempo. Komm, noch einen kleinen Moment, zieh durch. Und Pause, leg dich kurz auf den Bauch ab. Komm in die Ellbogenplanke. Und tappe mit deiner Fußspitze im Wechsel zur Seite. Rechts tap ran, links tap ran. Okay, absetzen und komm ins Sitzen für 8 ganze Sit-Ups. Roll dich wirklich ganz zurück auf den Rücken und komm ganz hoch ins Sitzen. Lass deine Füße dabei auf dem Boden. Sehr gut, bringe jetzt dein rechtes Knie mit deinem linken Ellbogen zusammen und wieder auseinander. 8 Mal. Super, und jetzt deine linke Hand zum rechten Fuß hoch. Seitenwechsel, rechter Ellbogen zum linken Knie, 8 Mal. Und rechte Hand zum linken Fuß. Beine in die Grätsche und 8 Sit-Ups. Halte oben und fächer mit deinen Armen. Halte die Spannung.
Bring deine Beine wieder nach oben und mache Changements, indem du deine Beine nach unten und wieder nach oben führst. Achte ganz besonders bei dieser Übung darauf, dass dein unterer Rücken auf dem Boden bleibt. Bringe deine Füße nach oben, halt sie da, öffne die Arme und tippe mit beiden Händen gleichzeitig hoch zu deinen Füßen an die Außenkante. Die letzten zwei und letzter. Umarme deine Knie, mach dich klein wie ein Paket und öffne ins Schiffchen. Sehr gut, komme wieder zum Stehen, um dich dann runter in die Planke zu rollen. Rechtes Knie zur Brust, zum rechten Ellbogen, zum linken Ellbogen. Linkes Knie zur Brust, zum linken Ellbogen, zum rechten Ellbogen und rechts. Jede Seite noch zweimal. Links. Und letztes Mal pro Seite. Dann hast du es geschafft.